Meine wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen heute über das Android Autoradio reden. Ich habe ja schon äh, ein Unboxing gemacht und ein Einbauvideo, ein Relativ-Einbauvideo. Und jetzt kommt so: Ich habe es jetzt eine ganze Weile drin gehabt zum Testen, habe es viel benutzt, habe es mir persönlich auch ein bisschen angepasst möchte jetzt mein Fazit dazu geben und natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks verraten für euch wenn ihr euch das holt, was möglich ist und was ihr alles machen könnt ähm, ja, wir machen es erstmal an so, äh, ich bin jetzt schon im Standby aber es startet auch wirklich sehr schnell ich glaube beim, nee, beim Einbau-Video hat man es gesehen, ich bin mir jetzt nicht sicher, so und zwar die Tasten haben wir jetzt hier Haus also für Home, Navi, Band. Hier ist die GPS-Karte drin. Hier ist die ähm, SD-Karte für Musik drin. Es geht bis, ich, ich glaube sogar auf beiden Slots könnt ihr bis 64 GB reinmachen. Dann haben wir Fortspulen, Zurückspulen, Play, Pause. Hier oben ist CD auswerfen und praktisch zurück. Also hier ist der Zurückknopf. Dann haben wir hier für laut und leise und. Das kann ich euch gleich zeigen. Und wenn man gedrückt äh, hält, geht es aus. Und hier ist dann halt Band. Das habe ich jetzt gerade momentan nicht zugewiesen. Hier ist eigentlich der Equalizer drauf. Da kann man dann halt hier zwischen Rock, Pop und Metal und was weiß ich, hin und her wechseln. Und hier könnte man es dann, äh, hier kommt man, glaube ich, direkt auch rein, dass die Einstellung sich öffnet. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir das angepasst. Ich habe den habe ich hier liegt da wollte ich noch irgendwas drauf machen. Ich zeige euch nachher auch, wie das alles funktioniert. Ähm, wenn wir jetzt hier Navi drücken, geht das Navi an. Das ist bei mir hier Sync oder Synic oder wie das ausgesprochen wird. Funktioniert sehr gut. Kostet die lebenslange Vollversion für ganz Europa, glaube ich, 9 Euro oder sowas in dem Dreh. Ähm, und ja, ihr habt auch eine Gratisversion. Also äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. So, machen wir mal weiter Haus. Ich habe mir oben auf dem Display, dass ihr das mal sehen könnt, vielleicht so ein bisschen. So, da habe ich mir die Akku, an, also die Batteriespannung anzeigen lassen. Das kann man alles in den Einstellungen machen. Bluetooth sieht man, äh, GPS, also dass er da ist, WLAN, Uhrzeit, ja, das, das sieht man alles da oben, so wie ihr vom Handy auch kennt und gewöhnt seid. Aber jetzt wartet mal, da muss ich noch mal wackeln. Da muss ich euch mal ein bisschen rauszoomen, damit ihr das seht. So, wir haben hier Lenkradtasten. Ja, also ich habe auf der linken Seite habe ich praktisch Laut, Leise, Telefon und ein Stern. Auf der rechten Seite habe ich fürs Menü. Da kann ich dann halt den Bordcomputer hin und her schalten. Dann haben wir Vor, Zurück und okay und den OK-Knopf okay kann ich nicht belegen. Auch diesen kann ich nicht belegen im Radio. Aber die beiden, die funktionieren aber nur, wenn ich da dann äh, nicht auf Kilometer stand, sondern auf äh, ja, Track 1, Track 2, je nachdem, was gerade angezeigt wird, bin. Habe ich auch gemacht. Das ist aber jetzt eher uninteressant. Wir kommen jetzt hier eher zu laut und leise. Ich mache mal laut. Ich mache leise. Seht ihr das? So. Jetzt kommen wir zu dieser Sterntaste. Die habe ich mir im Autoradio neu belegt. Wenn ich einmal Stern drücke, seht ihr, dass Mute ist. Das ist die Standardeinstellung. Aber bei einer langen Autofahrt zum Beispiel, wenn man ja vielleicht. Oh, nee Quatsch, das war bei dem anderen Knopf. Hier habe ich das Navi gemacht bei Stern. Ja, dann, wenn ich lange gedrückt halte. Ihr teilt den Navi an oder das Navi geht wieder weg. Also das Navi bleibt zwar da. Da. Und ich kann dann praktisch, wenn ich lange gedrückt halten, wieder auf den Home-Bildschirm gehen. So. Wir können. Na. Na. Ja, ist halt alle dann so. So. Dann haben wir hier den Telefonknopf. Da ist auch so ein, so ein Telefonhörer. Wenn ich den einmal drücke, passiert das. Dann, das habe ich mir nämlich geändert. So, wir machen mal weg. Wenn ich hier drückt halte, geht der Bildschirm aus. Weil ich brauche, ehrlich gesagt, ich brauche jetzt die Telefonfunktion nicht wirklich äh, an meinem Teil, weil pff, da kann ich dann auch hier drücken und annehmen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt am Lenkrad. Ich habe mir einfach den Bildschirm aus daran gemacht. Ja. Zack, ist der Bildschirm aus. Ist halt bei einer Nachtfahrt sehr interessant und sehr, ja, dann. Und wenn ich jetzt einmal drücke, spiele Störte Priester auf Spotify. Das ist der Google Assistant. Der springt dann auch an. Ein bisschen verzögert ist er bei mir noch. Ich muss den noch ein bisschen optimieren. Aber ihr seht, ich muss jetzt hier aber schnell raus. Radio an, Radio aus, weil sonst spielt er das Lied und dann gibt es hier Content ID. Ähm, wie gesagt, ich habe dann hier oben die nochmal extra belegt. Das werde ich euch jetzt zeigen. So, wenn ich die drücke, kann ich den Bildschirm, also das ist die hellste Stufe, habe ich tagsüber. Aber wenn ich sage, ich möchte die halt gerne dunkel haben oder hier selber anpassen, kann ich das mir auch selber anpassen. Mit drückt halten geht es natürlich aus. Ja, das, da seid ihr, da seid ihr euch selbst überlassen. Da könnt ihr alles mögliche machen. Ich zeige euch mal, wie ihr das machen müsst. Das müsst ihr erstmal, müsst ihr auf, müsst ihr Android 9 Radio haben. Dann geht ihr auf ne, System. Ne, Quatsch, das System wird nicht. Über das Tablet. So. Und ihr müsst. Wo ist es? Da. Ihr müsst eine MTCE-Version haben. Sonst geht es nicht, habe ich nachgelesen. Ob es wirklich nicht geht, kann ich euch nicht sagen. Ich habe eine MTCE-Version mit. Äh, Version 3. keine Ahnung, und HT, keine Ahnung. So, und dann geht ihr... Achso, doch, dann geht ihr noch rauf. Nochmal, dann geht ihr auf K. Ich bin falsch hier. Ja? Geht ihr auf K. Dort geht ihr ganz nach unten auf Werkseinstellungen. Dort drückt ihr dann hier rauf und gibt 1, 2, 6 ein. Okay. So. Und da sind wir in dem Menü. Hier können wir noch vieles andere einstellen. Das zeige ich euch auch gleich. Ihr müsst dann hier oben eine zweite von... Nee, das letzte müsst ihr nehmen. order also Bei mir steht Order. Ja. Und da müsst ihr dann... Hier bei Setting with K. Ascent. Da müsst ihr Ken K. eingeben. Sonst funktioniert es nicht. So, Ken K. Und dann könnt ihr... Im Menü habt ihr dann den Punkt so, mit dem Lenkrad und da seht ihr das, so habe ich mir das zugewiesen. Ihr seht dann praktisch hier ähm, das Mikrofon und den Bildschirm aus. Wenn ich jetzt ähm, das einmal drücke ja, oder gedrückt halte, und dann kann man, kann man dann halt auch neu zuweisen. Ich möchte das jetzt nicht. Ich mache abbrechen. Und da habe ich laut leise. Da habe ich stumm und gleichzeitig Navi. Da habe ich Vor- und Zurückspulen, Das klappt aber nicht so wirklich. Ja, also da seid ihr dann. Ja. Wenn ihr natürlich ein neueres Lenkrad habt, die neueren äh, Jettas oder Golfs, die haben ja dann hier noch hier oben, unten links, rechts, die haben ja ein OK. Und hier haben sie genauso viel. Also da habt ihr noch mehr Knöpfe. Die könnt ihr euch alle komplett selber anpassen. Auch diese hier, äh, wo ich jetzt hier Haum habe. Ja, Das muss nicht Home sein oder hier Band. Also, die könnt ihr euch so anpassen, wie ihr wollt. Oder ihr könnt halt auch doppelte Belegungen machen. Dass, wenn man einmal drückt, Home, Home ist. Und wenn man gedrückt hält, ist bei mir jetzt nicht. Ich zeige es nur zu Demonstrationszwecken. Das ist das halt was anderes. Oder hier Band. Ach Quatsch, Navi ist das. Wenn ich jetzt hier Navi äh, einmal drücke, geht Navi an. Und wenn ich halt zum Beispiel gedrückt halte, dass da denn irgendwas anderes passiert. Das heißt, da seid. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Also da, da steht euch alles offen. Finde ich saugeil. So, aber wir wollen jetzt erstmal nochmal in dieses Menü rein, damit ihr dann... Kann, weil man will sich das ja auch ein bisschen mehr anpassen. Man will ja auch, wenn es startet, ja, möchte man ja vielleicht auch ähm, das VW-Logo oder Opel oder je nachdem, was ihr für ein Auto habt. Das könnt ihr dann hier alles einstellen. Wartet mal, ich muss mal den Camcorder ein bisschen wegstellen hier unten, dass ich euch das besser zeigen kann. Dann habe ich die Hände ein bisschen mehr frei. Ich zoome euch um ein Stück ran. So sollte eigentlich ganz okay sein. Hier habt ihr jetzt zum Beispiel Bluetooth und, und, und DVD yes. Also dann könnt ihr, wenn er das macht, könnt ihr halt auch während der Fahrt eine DVD machen und DVD gucken. Äh, AVIN yes, hier DVR USB. CVBS, Radio Yes und iPod. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Radio No... Appala, falsch. Ich muss erstmal übernehmen. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Werkseinstellung 126. Und okay. Und Radio No dann anwenden das. und dann eigentlich sollte es dann automatisch rausgehen und wenn wir dann jetzt hier keine Ahnung ob er denn die Antenne verstärkt oder so ich habe da habe ich noch nie probiert ehrlich gesagt also so müsste das machen so warum also es kann sein weil mein mein Auto gerade die Batterie auch leer war das jetzt gerade ein bisschen äh, Deswegen ist er auch an, mein Auto, weil ich habe irgendwie. Meine Batterie ist am Arsch, die ist auch schon was älter. Da will ich heute auch noch eine neue Batterie einbauen. Und ja, kann sein, dass es deswegen so ein bisschen Probleme gibt. Ich hatte sonst die ganze Zeit keine Probleme mit dem Radio. Hat alles super funktioniert. So, wir gehen aber nochmal rein. Äh, Radio, yes, wieder machen. IPad, äh, iPod habe ich, no, brauche ich nicht. So, dann haben wir hier DBVT DBV oder DAP, keine Ahnung, habe ich ja nicht. So, K-Logo, da habt ihr dann ganz, 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 ganz viele Logos, die ihr auswählen könnt und euch das anpassen könnt, das ist dann, kommt dann beim Starten. Ja, ihr könnt natürlich auch ein eigenes nehmen, hier haben wir auch User und dann können wir einfach suchen und dann sucht, habt ihr die Möglichkeit auf dem... Entschuldigung, auf dem Flash-Speicher. Das ist der Speicher vom Gerät selber. GPS-Karte, SD-Karte und USB, was angeschlossen ist, könnt ihr dann praktisch durchsuchen. Ob da irgendwo eine Datei ist. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier bei Musik. Ah, da ist halt nichts. Und da könnt ihr dann gucken, welche jetzt, abbrechen, welche jetzt kompatibel sind. Das kann ich euch nicht verraten. Habe ich nicht geguckt. Ähm. Und dann gehen wir weiter auf Radio. Wenn ihr zu, bei mir steht jetzt hier schon Europa, da sind die Frequenzen für Europa drin Wenn ihr zum Beispiel nach Russland wollt oder so äh, und da auch Radio hören wollt, macht da hier einfach Russland an. Also geht kurz in diese Einstellung drin. Wenn er am Ende von Polen seid oder was weiß ich und nach Russland drüber hat, dann macht er das drin und da habt ihr die Frequenzen von Russland drin ähm, und könnt dann halt russisches sollte, aber eigentlich auch so funktionieren das ist ja eigentlich alles Standard heutzutage. Aber man hat halt die Frequenzen hier drin. So dann haben wir Voice, da könnt ihr dann die Lautstärke einstellen. Da habe ich eigentlich gar nichts eingestellt, ich habe das so komplett erlassen. Kenbus, das ist ja halt der Kenbus. Hier oben steht dann halt CAN-Bus, Volkswagen, äh, Linksruder. Also, wo habe ich mein Lenkrad? Links ähm, Typ 3. Können wir ja mal auf Typ 0 machen. So ähm, anwenden. So und dann können wir hier nochmal ruf und hier könnt ihr euch dann die Buttons vom Radio belegen. Also, ihr könnt den, wenn der Touchscreen jetzt nicht richtig könnt ihr Touchscreen Reset drücken. Dann könnt ihr euch der Touchscreen nochmal, werden dann Punkte angezeigt, die ihr drücken müsst. Ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden, wie die jetzt eingestellt ist. Ich will da jetzt nichts ändern und dann auch den, den Button Reset machen und was weiß ich. Und dann könnt ihr praktisch die Knöpfe alle, müsst, die sind dann alle gelöscht. Ihr müsst die Knöpfe alle wieder neu reinmachen und wenn ihr wollt, könnt ihr dann, wie gesagt, auch doppelt belegen, wenn ihr gedrückt haltet. Ist euch dann überlassen so bei Order? Wie gesagt, habe ich ja hier Kenkey und da war vorher bei mir Swift, -K, glaube ich, drin. Anwenden müsst ihr drücken und normalerweise startet da denn eigentlich gleich. Hier können wir dann auch ähm, exportieren, wenn ihr sagt, ey, die Einstellungen sind geil. Die möchte ich mir speichern. Dann könnt ihr die jetzt auch einfach so speichern. Denn wenn die auf dem hier Rädchen speichert und wenn ihr die dann mal irgendwann wieder herstellen wollt, könnt ihr damit die wieder herstellen. Wir gehen aber wieder raus. Okay. So. Also jetzt schaltet er aus. Okay. Nee, dann hat er nicht beim, beim Anwenden... Dann hat er dann immer ausgeschalten. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon eine Weile drin. Ich dachte, das war gleich dann, aber nee. Achso, ich kann euch auch mal zeigen, wenn wir Licht anmachen hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich mache mal hier bei den Knöpfen hin. Sieht man das dann so ein bisschen vielleicht? Ja, doch, ein bisschen sieht man es, wenn ich so ein bisschen kippe, so. Und da oben. Ich habe es mir auf blau gemacht. Ich finde halt blau optisch. Sehr schön. So. Äh, dann kann ich mal zeigen, wenn ich jetzt die Tür aufmache, wird es gezeigt. Laut, leise geht immer noch, obwohl ich Cannabis umgesteuert habe, aber hier ja, Mute. Und wenn ich jetzt Mute gedrückt halte, geht immer noch. Navi an. So, und dann haben wir hier noch die Fahrer-App. Da wird jetzt angezeigt, logischerweise, ich habe Handbremse an, ich habe offen, ich habe jetzt 13,75 Volt an Spannung an der Batterie anliegend. Das schwankt gerade so ein bisschen. So. Jetzt ist, hat sich wieder hochgepegelt. Das ist wegen dem Lüfter, der vorne angegangen ist und wegen dem Licht, wenn ich es ausmache. Das ist halt ein bisschen weniger. So. Die, leider können wir uns die Vorderseite, da habe ich schon alles geguckt, nicht anpassen. Oder ich habe auch bei anderen Kollegen gesehen, die haben sich dann halt die zweite Seite angepasst und konnten das bearbeiten und dann die zweite Seite als erste Seite verschieben. Und dann war die dann so, wie man das haben wollte. Ging aber äh, Ging bei mir auch nicht. Ich habe auch Alexa dran. Ich habe auch Alexa dran äh, am Auto. Das ist Alexa Auto. Ja, meine Frau war gerade dran am Auto. So. Ähm, ich habe aber auch Amazon Music App, Spotify und Bluetooth hier vorne mir rauf gepackt. Das geht auch ganz einfach. Ihr nehmt jetzt einfach zum Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal hier Bluetooth. Ja, wir das hier, also nicht verwechseln, Bluetooth Musik und Bluetooth, das sind zwei verschiedene Sachen. Bluetooth Musik ist das, da habt ihr dann so ein Bluetooth Zeichen und dann äh, könnt es halt zur so Medienwiedergabe. Wenn ihr euer Handy damit verknüpft habt oder Alexa zum Beispiel, habe ich per Bluetooth, ist ein Kabel weniger, den ich legen musste und ein Kabel, der weniger auffällt. So und Bluetooth ist halt das. Wenn wir das jetzt anpassen wollen, wir halten das einfach gedrückt, und dann können wir uns eine App aussuchen, die wir jetzt da haben wollen. Wir können dann zum Beispiel sagen, wir wollen den Assistance da haben. Machen wir da Assistance drin. Und wenn wir dann drücken, dann startet der Assistance. So, wir wollen ihn aber jetzt nicht nutzen. Bei Navi habe ich, da ist Grundeinstellung, ist äh, Google Maps da drauf. So, ich habe ja den Sync und wie ihr seht, startet auch Sync gleich mit. Das müsst ihr dann... So einstellen, dann geht ihr auf Einstellungen. Dort geht ihr auf K, dort auf Navi und dann haben wir hier Navi-App festlegen. Gleich der oberste Punkt. Da habt ihr ein, einige Apps. Ihr könnt dann auch natürlich, muss keine Navi-App sein, ihr könnt auch eine andere App nehmen, komischerweise. Aber wir haben jetzt, ich habe hier mehrere. Ich habe Navigon drauf, ich habe iGo drauf, ich habe Google Maps drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Navigon nehme ja, und sage zurück und rausgehe, dann kann ich jetzt hier drücken und auf einmal startet Navigon. So, wir gehen aber wieder raus, wir gehen wieder auf Navi, K, Navi. Und dann haben wir hier Navi Monitor an, logischerweise, wir wollen ja was sehen, dann Ansagemodus, Navi und Musik. Wenn ihr nur Navi macht, ist die Musik in der Zeit aus. Navi-Lautstärke 3, das reicht für ähm, SYNC, reicht von der Lautstärke super aus, dass es dann halt nicht zu laut, nicht zu leise ist, dass die Musik wird dann auch etwas abgedämpft, also die ist nicht ganz so laut und dann, wenn ihr jetzt natürlich ein anderes Navi-System nehmt, wie jetzt, sagen wir mal Google Maps und ihr sagt, oh, die ist aber ziemlich leise, die Musik wird zwar etwas leiser, wenn ihr Navi angeht, weil ihr Navi und Musik habt, aber das Navi, ich verstehe nicht, ich höre trotzdem noch mehr Musik. Müsst ihr denn hier halt einfach das Navi lauter machen? Ja? Und Navigationslautstärke beim Anrufen. Ja, Wie laut das Navi sein soll, wenn ein Anruf kommt? Dann haben wir hier den GPS-Monitor. Dann könnt ihr mal sehen, wie der GPS-Empfang hier gerade ist. Ich habe drei im sehr, sehr, sehr grünen Bereich, dann einige im gelben. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier mehrere Satelliten. Äh, an der Zahl sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Satelliten, die mir eigentlich immer angezeigt werden. Und ab und zu kommen dann halt mal 2, 3 neue dazu. Die verschwinden dann auch wieder. Also, ich habe, äh, und mein, meine, meine Antenne, die, die hier mit bei war, die ist praktisch hinter dem Radio hier so, warte mal, ich zoome mal raus. Hinter dem Radio hier so in etwa, da ist so ein, so ein kleiner Metallträger, da habe ich sie Da ja, ein bisschen Draht ran gemacht, da hängt die. So habe ich es bis jetzt immer gemacht und habe einen Bomben-Navi empfang Also ich kann mich da echt nicht beschweren. So, kommen wir mal noch zu den Soundeinstellungen. Da fragen ja auch immer ganz viele. Ich zeige euch auch gleich die Radio-App und alles. Ähm, da, 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 da. Achso, brauchen wir gar nicht Habe ich mir hier vorne hingepackt So, Sound So sieht die Sound App aus Die kann man sich dann hier dem Subwoofer Und alles ein bisschen angleichen Laundress, an, aus, Rock Hier kann man auch weiter drücken Und hier kann man sich dann im Auto anpassen Mehr vorne, mehr hinten, mehr links, mehr rechts Kann man sich dann auch speichern Ich habe es jetzt auf Benutzer Ich habe es minimal nach vorne mehr gemacht Damit es hinten nicht zu laut ist und, äh, ach Quatsch. Das ist halt für alle so ein bisschen, egal. So ist es halt der beste Sound. So, und dann haben wir dann noch die Radio. Achso, ist ja noch Bluetooth. Haben wir ja noch die Radio-App. Die habe ich ja jetzt hier weggemacht. Die müssen wir uns hier erstmal wieder suchen. So, Radio-App, die sieht dann so aus. So, mit Grün und so. Finde ich auch optisch eigentlich sehr schick sehr ansprechend hier unten hat man dann die Radiosender die man speichern kann so machen wir mal wieder Bluetooth an dann ist auch stumm so die Media Player App die sieht dann so aus hier ist dann auch in dem Schallplattenspieler ist auch das Bild drinne dann wir haben hier Play wir haben vor wir haben zurück hier haben wir dann eine Auswahl hier können wir dann praktisch ähm, zu GPS gehen wir haben SD wir haben äh, USB USB A ist es jetzt. Es geht nur ein USB. Wenn ihr ein USB-Gerät, also ihr haben, wir haben ja drei Stecker angebaut. Es geht nur ein einziger USB-Stecker mit Musik. So, und dann haben wir hier dann noch halt Intrapreten und was weiß ich, alles Herz haben wir hier noch. Habe ich jetzt nichts drinne, weil äh, ich habe eine andere SD-Karte. Normalerweise sind hier Lieder drinne, weil wenn man dann zum Beispiel auf SD geht. Nee. Ja, ihn zwar drin, weil auf der SD-Karte ist, aber hier und hier habe ich halt jetzt kein Lied drauf, weil ich mit dem Herz markiert habe, wenn wir jetzt hier auf Hoppala, äh, Moment. So darauf. Und ich nehme jetzt zum Beispiel ähm, ich habe hier Zahnlücken, Johnny drauf und das Lied von Nagon. So, wo sie über der Onkel singen. So, da habe ich auch hier ein Bild drin. Da mache ich mir jetzt hier ein Herz. Und wenn ich jetzt hier unten rauf drücke und sage, hier auf USB, ja, also unten ist USB an. Und ich gehe dann hier auf Herz, dann zeige ich da mir alle an, die ich hier mit dem Herz markiert habe und kann die mir anhören. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem USB-Stick halt mehrere Lieder. Also, mehrere Alben hat und von jedem Album, Album hat man ein, eh zwei Lieblingslieder oder so, kann man sich die markieren und dann hat man seine Lieblingslieder alle schön aufgelistet. Fing saugeil. Das finde ich wirklich saugeil. So. Ähm, Uhr, alles äh, funktioniert ganz gut. Hier haben wir dann praktisch, weil wir jetzt als letztes das gehört haben, haben wir das Bild von Agon, also das, was halt als CD-Cover hinterlegt ist. Dann hier läuft der Titel durch. Wir haben zurück, wir haben vor, wir haben play. Der Sound ist wirklich extrem geil, muss ich wirklich sagen. Die Bass, der Bass kommt gut rüber, äh, der Subwoofer äh, wird richtig gut angesprochen von dem Radio. Ähm, links, rechts, Telefon, alles toll, man versteht die Stimmen. Also wirklich tolle Einstellung, kann ich nicht meckern. Wirklich bin ich sehr, 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 sehr zufrieden mit. Die Uhr, ihr fällt mir jetzt eher weniger mit diesen weißen Klötzen da. Die hätte ich gerne halt ein bisschen was anders, aber. Äh, Geht leider nicht. Ja, also das ist jetzt, aber das ist meckern auf hohem Niveau, dass man sich das irgendwie angleichen kann. So, dann, was haben wir noch? Ähm, Vorinstalliert, also die sync weg euch auch mal verlinken. Wir haben, ich habe mir Spotify installiert, das ist ja schon angegangen. Wir haben die Uhr, Video, YouTube habe ich mir zusätzlich installiert. Navigon habe ich äh, gratis weil für, äh, was, wo halten die her? Amazon? Amazon, genau. Weil ich ja Amazon prime Mitglied bin, hier steht auch so ein Banner für äh, Free. Ich habe äh, die Free von, von, von Amazon bekommen und kann die halt weiter nutzen, weil ich mir die damals aktiviert habe. Auch mit sächsischen Dialekt, also dass ich mir mit Sachsen-Dialekt äh, 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 navigieren lassen kann. Alles drum und dran, funktioniert super. Google Maps, Kalender, IGO habe ich drauf. Ähm, sagen Sie zwar, soll nicht funktionieren. Funktioniert jetzt nicht, weil die SD-Karte nicht drin ist. Ich habe nur eine kleine. Ähm, ich habe eine schwarze SD-Karte, eine ganz normale, die funktioniert nicht, die wird zu heiß bei, bei Navi. Ähm, aber die silberne und die goldene von äh, ähm Ach, wie heißen sie? Ich warte, ich zeige euch das. Ja, Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine weiße drinne. von Toshiba. Die funktioniert sehr gut. Wo oh, ist denn das? Da. Die funktioniert sehr gut. Und ich habe auch noch eine von Sendes von genau, von Zendes. So eine silberrote, goldenrote, die funktioniert auch sehr gut. Aber eine rein schwarze habe ich auch noch. Die ist ziemlich lahm. Die funktioniert nicht wirklich. Da meckert das Radio nur rum. Also das wird richtig heiß. Ja. Ähm, wartet mal, ich muss mal kurz den Akku wechseln. So, und da sind wir auch wieder. So. Google Home habe ich mir nachträglich eingerichtet. Dann habe ich noch Power Amp für Musik. Das ist Power Amp, dass ich halt nicht die Gratis-Version habe, dass ich die Vollversion habe. Amazon Video. Ich könnte jetzt hier praktisch auch Amazon Video nutzen und könnte halt mir irgendein Video angucken. So. Dann habe ich den Google Assistance logischerweise drauf. Dab ist mit bei, DB Plus ist mit bei Einstellung äh, Easy Connect. Das ist jetzt, ähm, wenn ihr euer Android-Smartphone mit dem Radio verbinden wollt, dann habt ihr praktisch... Weitermachen. Warte. Achso, da muss ich erstmal auf dem Radio noch die App. Ach Quatsch, nicht auf dem Radio offen. Auf dem Telefon die App drauf machen. Ich habe es hier bei dem noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe es auf dem alten Radio mal benutzt. Und dann habt ihr praktisch ähm, ja, so, so eine Art Android-Auto-Optik auf dem Handy und das wird dann hier auch angesteuert, also angezeigt mit größeren Icons und so. Ähm, aber da das ein Android-Radio ist, ist pff, braucht man es eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich. So, Amazon App Store, äh, Alexa habe ich drauf, ähm, Amazon Musik habe ich drauf, Amazon Shop habe ich drauf, dann APK habe ich drauf, ist zwar schon drauf auf dem Handy, äh, auf, dem, auf dem Dings gewesen, ein APK Installer, aber mit dem kann ich auch vorhandene APKs, also Apps, die ich mir aus dem App Store runtergeladen habe oder so, in eine APK umwandeln und kann die dann halt äh, in eine Cloud schicken und dann zu Hause nutzen am. Pff, auf dem Fire TV zum Beispiel, wenn ich hier gerade eine geile App finde oder irgendwas dergleichen. Hier ist der Assistance, den kann man anmachen. Dann quatscht der auch mit einem. Also, meiner quatscht hier komischerweise nicht mit mir. Ich muss das nochmal zurücksetzen. Hier haben wir den App-Installer. Ja, da fragt er den App. brauchen wir jetzt nicht. So. Und dann haben wir hier natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, wenn wir das uns anpassen wollen. Wir können das hier erstmal, ich gehe mal ganz nach hinten, so. Da haben wir dann halt hier auch noch verschiedene Uhrzeiten. Also immer so eine Uhr. Wir haben auch hier teilen So können wir dann einfach mal nach da machen. So. Und wenn wir dann Standorteile machen, dann kriegt da Google gleich an. Oder wenn wir jetzt hier zum Beispiel Verkehr, ziehen wir hier hoch. Bumm. Zack, ist da. Können wir hier Verkehr drücken. So. Und dann sucht er. Und oh, was haben wir noch? Hier haben wir eine Google-Suchleiste. Die können wir einarbeiten hier unten. So, und dann können wir halt hier draufdrücken. Dann kommen wir zur Suche. Oder wir können hier einfach das Mikrofon drücken. Und dann sprechen wir wie geht es dir? Und dann sucht er uns irgendwas halt raus. Also da seid ihr auf der sicheren Seite. Zusätzlich habt ihr dann auf dem, so, dem Homebildschirm oben immer ein Haus, wo ihr drücken könnt und immer wieder zurückkommt. Ja, oder hier dunkel oder hier Na, mit meinen fetten Fingern. Das will ich halt nicht. Halt könnt ihr dann halt alles schließen, was da so gerade im Hintergrund läuft. So. Also ihr seht, hier läuft gerade ganz schön viel im Hintergrund und trotzdem ist es so flink. Zack. Und dann haben wir hier halt auch noch den Zurückknopf. So, dann habe ich aber noch eine App, die ich dann habe ich gerade gesehen, die ich euch auch noch zeigen wollte. Und zwar hier Blitzer.de. Also Blitzer.de Plus, die habe ich mir damals geholt. Ehrlich gesagt. So. Ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich mir die gar nicht wegen den Blitzern geholt. Also das mit das irgendwie habe ich glaube ich so ja deaktiviert oder so. Ähm, ich habe es mir eigentlich geholt, weil die da gibt es eine sehr große Community, die ähm, das nutzen und unterwegs, wenn jetzt ähm, was weiß ich eine Baustelle kommt oder, oder ein Unfall ist oder so. Das halt melden. Man kann das halt hier einfach beim Fahren drücken, zack, gemeldet. Dann fragt er oder ich sag Frauchen, sag mal hier melden, dann drückt so einen Knopf und dann fragt er was, eine Baustelle, Unfall oder was weiß ich, drückt es und, und macht it. und dann wird praktisch an die Community weitergeleitet. Alle, die dann da lang fahren, kriegen die Informationen von mir mit dazu und wissen, ach, da ist aufpassen, da ist eine Baustelle. Und halt auch bei Geschwindigkeitszonen. Also, er warnt halt vorher auch, weil ich hatte schon oft, dass halt manche Schilder halt echt beschissen zu sehen waren oder gar nicht zu sehen waren. Und dann sagt er hier, zeigt, zeigt auch immer so ein Verkehrsschild an, wie viel sind hier erlaubt? 30, 50, 80, 100. Das ist halt, finde ich halt sehr angenehm. Und dann halt auch wegen den Baustellen warnt er halt vorher und mit dem Piepton, man kann auch sagen, wie weit er vorher warnen soll und dann kann man auch äh, den Pfeil hier austauschen, gegen, gegen einen Smiley zum Beispiel, also, also äh, da, wenn wir jetzt hier zurückdrücken und wir haben halt, ja, Also nur, ich habe es doch, ich habe doch bezahlt dafür, soll Blitzer.de Plus wirklich beendet werden, Abbruch, so. Okay, aber eigentlich, ich habe es hier. Ah, ich habe es hier noch nicht getestet. Normalerweise kann man sich dann hier auch so ein kleines Fenster anzeigen lassen. So, also ich habe es jetzt nur im Hintergrund, dass ich es dann hier halt hier oben so habe. Aber normalerweise kann man sich auch so ein kleines Fenster anzeigen lassen. Ich habe es hier noch nicht eingestellt, und dann kann man dann auch den Pfeil wegmachen und gegen Smiley austauschen und was er benachrichtigen soll, wie, er, wie doll er benachrichtigen soll, finde ich total toll. Äh, alleine wegen den Baustellen und so. Und weil auch die Verkehrsschilder, wenn man dann sich so ein Kleinetfeld macht, kann man ja hier hinlegen. Äh, hatte ich beim alten Autoradio so, dass es dann hier so war und dann hat er dann halt die Kilometer, also wie, wie viel hier erlaubt sind angezeigt und ja, das war halt immer ganz cool. Fand ich, für mich finde ich es halt sehr cool. Äh, die Auflösung vom Bild, Könnt ihr ja sehen, die ist, ich hoffe, dass ihr es sehen könnt, weil die Kameraperspektive gerade ein bisschen doof ist, ist echt klasse. Der hat wirklich die, die Auflösung, echt klasse, eine richtig klasse Auflösung. Ich bin mega zufrieden damit. Es ähm, sieht schön scharf aus, das Bild. Man kann sich, man muss nicht die Bilder nehmen, die eben äh, zugewiesen werden. Hattet mal, wir waren denn. Achso, nee, wir müssen hier auf, wir müssen hier auf Einstellungen. Äh, Display, Hintergrund, äh, Galerie. Da haben wir den, kommen wir dann zur Galerie, zu den Bildern, die ich in der Galerie habe. Beziehungsweise hier sind erstmal die ganzen Covers. Hintergrundbilder, das sind die, die jetzt da sind. Da könnt ihr euch dann irgendwas festlegen. Da sind halt viele da. So. Oder wir haben auch. Live, da war aber bei mir letztens nichts drin. Live-Hintergründe sind jetzt äh, animierte, bewegte Live Hintergründe. Ja, aber da habe ich jetzt persönlich leider nichts drin. So, aber ich weiß, einige Kollegen haben Android Radios, da sind da auch Bilder drin. So, ich habe auch hier verschiedene Navis gerade an, sehe ich gerade. Wenn wir mal hier wieder ein bisschen was schließen, ist wieder zu viel offen. Da müsste er dann auch regelmäßig dran denken, dass er auch Sachen ähm, schließen tut weil wenn zu viel an ist, dann geht alles auf den Speicher vom Radio, also auf die Schnelligkeit. So. Und ja, aber wie gesagt, das läuft hier, ich kann es euch ja zeigen, es läuft hier echt stabil, obwohl so viel im Hintergrund gelaufen ist oder teilweise immer noch läuft. Ich bin da wirklich mega mäßig zufrieden, also ich wirklich, das ist ein tolles Radio, ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Es startet schnell, es läuft gut, Soundqualität geil, Bildqualität geil. Ist es Android, man kann es erweitern. Mit der Google Assistance allein, wir brauchen jetzt hier nicht mehr einfach, ich brauche jetzt nicht mehr sagen, irgendwie ruf gehen Musik suchen, ich mache den Assistance an, der sucht mir die Musik. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Mit Alexa habe ich es auch schon getestet, aber da muss immer die Alexa-App laufen und die läuft bei mir nicht im Schnellstart. Deswegen habe ich mir hier den Google Assistance genommen. Ja, also von mir aus, von mir, richtig einen Daumen hoch, ist ein richtig geiles Autoradio, ich bin mega mäßig zufrieden damit. So, dann soll es jetzt soweit auch gewesen sein, ich weiß ja nicht, wie lang das Video jetzt hier worden ist, ist vielleicht ein bisschen zu sehr ausführlich für euch. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne noch äh, Fragen stellen. Habe ich kein Problem damit. Ihr könnt das auch äh, farbig machen, das Licht. Also ihr müsst, seid da nicht auf blau begrenzt. Falls ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Aber ich habe die wichtigsten Punkte drin. Drinne und viele von euch stellen ja sowieso nicht großartig was um. Die bauen es ein, benutzen es für CD oder äh, Spotify und sind dann zufrieden. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.